Auf geht's in die erste Liga, Schalke. Hallo Schalker, pünktlich zum heutigen Heimspiel melden wir uns wieder vom Kia Autotalk im schönen blauen Wagen vom Abi. Abi, heute Abend kommt der Tabellenführer in die Arena. Glück auf, Peter. Ich bin so euphorisch vor dem heutigen Spiel, dass ich fast das Glück auf vergessen hätte, liebe Schalker. Ja, letzte Woche desolates Spiel in Magdeburg. Katastrophenfußball. Sind in der Presse zerrissen worden. Angeblich eine große Aussprache am Montag, Abi. Ja, die Aussprache. Wie sieht das aus? Die Aussprache hoffentlich bringt dir was, du weißt. Viele Aussprachen bringen nichts, ne? Aber ich hoffe, dass die Jungs mal miteinander geredet haben. Und es ist ein ganz wichtiges Spiel heute gegen St. Pauli. Und da müssen wir eigentlich gewinnen, weil die anderen Mannschaften spielen alle gegeneinander. Vielleicht hat man Glück und kann sich dann da ein bisschen absetzen. Dann hat man auch ein bisschen mehr Ruhe im Verein. Ne? Wichtig ist, glaube ich, auch, Abi, dass die Mannschaft zusammen funktioniert. Und das ist eine Aussprache, sicher. So wie du das von früher kennst. Das hat auch Wirkung zeigt. Ne? Ich glaube, die Aussprachen, wie wir früher hatten, die waren ein bisschen anders, als die heute reden. Da war es schon ein bisschen lauter gewesen, also das weißt du ja auch. Ja. Und gut, man wird heute sehen, wie Gerrits aufstellt. Das ist natürlich auch eine wichtige Sache, wie lässt er spielen. Ich weiß nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass er die gleiche Truppe spielen lässt, die jetzt hier in Magdeburg gespielt hat. Und man wird mal sehen, ob er mit Dreierkette, mit Viererkette, sind ja viele Sachen erzählt worden. Er würde, die Jungs würden lieber mit Viererkette spielen und Gerrit spielt lieber mit Dreierkette. Wie auch immer, das werden wir heute Abend nach 2 Minuten sehen, wie die Mannschaft spielt. Und Pauli, du weißt, haben ein paar gute Jungs. Spielstarke Truppe, der Zehner, Hertel. Das ist eine absolute Vollgranate. Das ist, glaube ich, zweiter in der Torschützenliste. Ist auch einer, da muss ich richtig aufpassen. Haben noch so den einen oder anderen mit schnellen Leuten. Ja, spielen aber auch. Starke Mannschaft. Ja, toll. Und vor allen Dingen, du darfst nicht vergessen, Peter, die spielen auch eine Dreierkette, aber 5 Mann im Mittelfeld. Richtig, ja. Ja, wirklich schon. Die werden da schon. Da steckt auch ein System hinter. Bei uns steckt noch kein System dahinter. Da muss man einfach mal sagen. Also, da wird man dann mal sehen, wie man das Mittelfeld von denen aufhalten kann. Ne? Aber Abi, früher, wenn du gegen den Tabellenführer gespielt hast, dann hast du gebrannt. Ja, und brauchen uns, glaube ich, nicht drüber unterhalten. Dann noch 60.000 im Stadion. Also, was will man mehr? Ja, natürlich ist es gefährlich, gegen St. Pauli vielleicht sofort am Anfang in Konter reinzulaufen oder ein schnelles Gegentor zu bekommen. Aber trotzdem dürfen wir den Kopf neben den Sand stecken und müssen weitermachen. Ganz ehrlich, gegen St. Pauli wäre man mit dem Punkt zufrieden. Aber mit dem Punkt wäre ein bisschen. Kommen wir nicht weiter. Ne? Auch nicht so richtig weg. Also, ich meine, die beiden Heimspiele, die wir jetzt haben, die müssten wir schon, also müssten wir beide gewinnen, auch wenn es schwere Mannschaften sind. Aber wir spielen zu Hause. Aber wir haben 60.000 im Rücken. Wir spielen zu Hause. Wir spielen zu Hause und wenn ich, wie wir immer gesagt haben, wenn wieder nur ein dreckiges 1-0, wäre mir auch egal. Ja, wäre mir auch egal. Hauptsache, wir gewinnen die Spiele. Wir müssen jetzt zusehen, dass wir da unten ein bisschen absetzen. Und dann werden wir weitersehen, was die Zukunft gibt. Ne? Das stimmt, da hast du recht. Also Schalker. Heute Abend zählt nur eins. Kampf, Einsatz, Wille. Und Sieg. Und Sieg. Genau so ist das, Abi. Ja, dann sage ich Glück auf, liebe Schalker. Tschüss. Alles klar, ciao.